Flux FM in digitaler Gesellschaft. Moin Volker. Oh, das Mikro hast du. Ja. Moin Volker. Moin moin. Volker, ich kenne diese Seite zwar, also wo man sich dann quasi die YouTube-Videos einfach als MP3s dann runterziehen kann. Ich habe aber dieses Wort noch nie gehört. Das ist ja genial. Was jetzt? Der Stream-Rapper. Ja genau, das ist auch so ein Wort, was die Musikbranche sehr gerne benutzt, gerade weil es ein bisschen böse klingt und das aus ihrer Sicht ja auch böse ist, nicht wahr? Ah ja, und nochmal zur Klarstellung, wie funktioniert so ein Stream-Rapper eigentlich genau und was genau stört diese Musikbranche denn daran? Naja, also so Stream-Rapper gibt es in unterschiedlichen Versionen. Die gibt es als Online-Dienst und die gibt es auch als Standalone-Version zum Installieren. Bei den Online-Diensten gibt man einfach die URL an, also den Link zu dem YouTube-Video, wo man gerne das Audio als MP3 hätte und schickt es dann in diesen Dienst. Der Dienst zieht sich dann sozusagen dieses Video, wandelt das in MP3 um und stellt mir das dann zum Download zur Verfügung. Ja. Und was die Musikindustrie, was die Musikbranche daran stört, ist vor allen Dingen, dass sie auf YouTube ja nur dann mitverdienen an den Werbeeinnahmen, die zum Beispiel für solche Klicks gezahlt werden, wenn eben auch tatsächlich geklickt wird. Ja, wenn aber jemand einmal das Stück runtergeladen hat, es dann auf der heimischen Festplatte oder auf dem Mobiltelefon oder so hat und es von da aus hört, verdienen die halt nicht mit. Und das ist das Problem. Ja, und die Klage gegenüber YouTube mp3.org, worum ging es da jetzt genau? Wie ging das Ganze aus? Naja, also es ging tatsächlich darum, dass man diesen Dienst vom Netz bekommen wollte. Und man hat eben gesagt, was die da machen, das ist einfach illegal. Ja, das ist nicht vom geltenden Urheberrecht gedeckt. Es ist überhaupt gar nicht erst zu einem Urteil gekommen. Dieser Dienst hat sich nämlich im Rahmen eines Vergleichs bereit erklärt, so in vorauseilendem Gehorsam quasi weltweit diese Seite jetzt vom Netz zu nehmen. Und das ist jetzt auch soweit, man kann diesen Dienst nicht mehr benutzen. Okay, wenn du jetzt aber sagst, es ist vom Urheberrecht nicht abgedeckt, wie ist es denn wirklich per se illegal direkt? Verstößt man automatisch gegen das Urheberrecht, wenn man es verwendet? Nö, keineswegs. Also jedenfalls nicht in Deutschland. Ja, das muss man sagen, denn wir haben gerade hier. Ja, gerade hier, genau. In unserem Urheberrecht gibt es nämlich das Recht auf eine Privatkopie. Und das bedeutet, wenn ich ein Musikstück beispielsweise habe, was aus einer legalen Quelle stammt, ja, dann darf ich das zu privaten Zwecken vervielfältigen. So, nur ist es ja auf YouTube zum Beispiel häufig so, dass die Künstler da ihre eigenen Kanäle haben oder die Labels haben da ihre Kanäle. Da stehen die Sachen ganz legal, ja, ja, bei YouTube. So, und dann darf ich auch tatsächlich davon ein Vervielfältigungsstück herstellen. So, und das darf ich sogar durch andere, durch Dritte erledigen lassen, solange das unentgeltlich passiert. Und das wäre eben jetzt genau das, was YouTube mp3.org macht. Die sind die Dritten, die für mich eine Privatkopie herstellen. Ja. Genau, und deswegen ist es vollkommen legal. Was anderes wäre es, wenn es so eine Wares-Site ist oder so, ja, so eine Seite, wo man sehen kann, also da wird es offensichtlich nicht so sein, da gibt es jede Menge illegalen Content oder so, da würde das Recht auf Privatkopie nicht greifen, ja, aber eben insbesondere bei diesen Künstler-Channels auf YouTube greift es ohne weiteres. Aha, okay, also eigentlich ist es nicht illegal, es ist irgendwie überhaupt nicht vom Urheberrecht abgedeckt, aber trotzdem wurde die Seite erstmal irgendwie jetzt vom Netz sozusagen genommen. Der Bundesverband Musikindustrie hat das Ende von YouTube mp3.org zum Anlass genommen, um zu fordern, das Recht auf Privatkopie erheblich einzuschränken. Wie realistisch das jetzt ist und wie wir alle Nutzerinnen, Nutzer, Rechteinhaber, Plattformbetreiber möglicherweise eines Tages händchenhaltend in Frieden miteinander leben können, das klären wir hier gleich nach der nächsten Musik. Gerade schon etabliert hier in den USA haben verschiedene große Musikverlage gegen den populären Stream-Rapper-Dienst YouTube mp3.org geklagt und erreicht, dass die Seite weltweit vom Netz genommen wurde. Die Auswirkungen erklärt uns gerade Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo nochmal, Volker. Ja, hi. Der Bundesverband Musikindustrie, also der BVMI, hat das Ende von YouTube mp3 zum Anlass genommen, jetzt zu fordern, das Recht auf die Privatkopie, die du uns ja gerade vor der Musik erklärt hast, erheblich einzuschränken. Was hältst du davon, beziehungsweise wie erfolgreich könnten sowas sein? Na, wie erfolgreich das sein kann, das wird man noch sehen. Es wäre ziemlich schlecht, wenn dieses Recht eingeschränkt würde, denn das ist eigentlich so ein klassisches zentrales Nutzerrecht. Ne? Die Idee ist eigentlich, ich habe mir aus einer legalen Quelle Musik besorgt und falls mir dann diese Kopie mal verloren geht, kann ich mir halt eine Sicherheitskopie machen. Ja, und heutzutage würde man das dann zum Beispiel bei einem Cloud-Dienst vielleicht hochladen oder so oder als privates Video bei YouTube, als Video oder als Soundfile, also bei YouTube halt speichern. Und ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz zentrales Recht. Wenn jetzt gesagt wird, man möchte dieses Recht abschaffen, dann könnte zum Beispiel ein Hintergrund sein, dass gerade die Musikindustrie gerne möchte, dass solche Plattformen im Internet, wie zum Beispiel YouTube, wo irgendwelche Leute Musik hochladen können,
dass die eigentlich wesentlich stärker in die Haftung genommen werden. Ja, und man möchte am liebsten eigentlich, dass es sowas wie Upload-Filter gibt, dass also gleich schon beim Upload geschaut wird, ja, hat denn diese Person die Berechtigung daran? Ist das denn legaler Content? Darf der denn hochgeladen werden? So wie bei Facebook, ne? Bei Facebook gibt's da sowas, ne? Ja, bei YouTube gibt's ja auch die Content-ID-Filter, aber ne, die möchten das eigentlich so noch strenger. Also im Grunde, es ebnet so ein bisschen den Weg dahin, dass man sagt, aha, okay, damit das jetzt alles so geht, sollten wir alle Musikstücke mit Digital Rights Management versehen, also dass sozusagen die Berechtigungen eingeschrieben sind in die Stücke selbst, sodass diese Upload-Filter das gleich erkennen können. Und sagen wir mal, früher hätte man dann eben immer noch sagen können, naja, ich lade das ja nur zu privaten Zwecken hoch, zum Beispiel in meinen Speicher bei Dropbox oder so. Ja, und heute, und wenn es dieses Recht gar nicht mehr gibt, dann wird man sagen, nee, nee, also wenn du das hier irgendwo in so einen Cloud-Speicher hochlädst, ne, das wird wahrscheinlich schon, also das kann ja dann keine Privatkopie mehr sein und dann ist es sofort illegal, also darfst du das am besten gleich gar nicht mehr machen und auf die Art und Weise quasi flächendeckend die Verbreitung von Musik unterbinden. Das könnte zum Beispiel eine Folge davon sein, wenn man dieses Recht auf Privatkopie abschafft, dass man es dann wesentlich einfacher hat, Upload-Filter bei solchen Hosting-Plattformen zu installieren. Und deswegen ist das eigentlich ein relativ gefährlicher Weg und deswegen sollte dieses Recht eigentlich so bestehen bleiben. Ne? Denn wie gesagt, solange ich, wie ich dieses Recht auf Privatkopie habe, kann es ja immer noch sein, dass wenn ich irgendwo ein Musikstück hochlade, nicht öffentlich, sondern nur so in den Cloud-Speicher, dass es eben rein als Privatkopie mache, was eben auch zulässig wäre. Okay, und was schlagt ihr jetzt alternativ vor, um so die Interessen von allen zu wahren und unter einen Hut zu bringen, damit sich alle irgendwie gut verstehen? Ja, alle. Das ist eben genau so das wesentliche Stichwort, wozu eben auch die Nutzerinnen und Nutzer gehören. Und die geraten gerade so bei der Musikindustrie manchmal ein bisschen aus dem Blick. Man könnte sich ja vorstellen, dass solche Hosting-Plattformen wie zum Beispiel YouTube, aber auch Dropbox oder so, eben alles, wo man irgendwelche Daten hochladen kann im Internet, eigentlich ja nichts anderes sind als große Festplatten im Internet. Ja. So, und wenn man sich jetzt so eine Festplatte kauft oder auch ein CD-Rolling kauft oder sonst irgendwas, worauf ich Musik speichern kann, dann zahle ich darauf automatisch immer eine Geräte- oder Lehrmedienabgabe. Das genau. sind ein paar Cent jeweils und die gehen eben in einen Pool und daraus wird sozusagen dann die Musikindustrie entschädigt für die Tatsache, dass man damit halt Kopien herstellen kann. So, und genau so könnte man es ja auch machen mit den Host-Providern. Also eine Art Lehrmedienabgabe für Host-Provider, also für solche Plattformen wie YouTube, Dropbox und so weiter einzuführen. Die würden zum Beispiel abhängig von dem Speicherplatz, den sie haben, eine bestimmte Gebühr zahlen. Ja. Mhm. Das ist ja auch insofern sinnvoll, weil die mit dem ganzen Geschäft ja auch tatsächlich Geld verdienen im Gegensatz zu den Nutzern. Ja. Und dafür behält man eben dieses Recht auf Privatkopie oder weitet es sogar noch aus und sagt, hey, es ist allgemein völlig legal, zum Beispiel unterhalb von einer bestimmten Qualitätsgrenze MP3s frei zu kopieren. Ja. Also unterhalb von so und so viel Kbit pro Sekunde, also was weiß ich, so Tape-Qualität oder CD irgendwie entspricht, ja, das muss ja gar nicht super hochauflösend sein, das darf man frei tauschen und die wirklich Originalstücke, so wie sie verkauft werden, in der hohen Qualität, dann eben nicht mehr. Das könnte eine Möglichkeit sein, dann würde die Musikindustrie entschädigt werden, die Host-Provider könnten weiter ihr Geschäft betreiben und Nutzer wären sogar noch wesentlich freier im Umgang mit Materialien im Internet und müssen nicht ständig Angst haben, dass sie gegen das Urheberrecht verstoßen, wenn sie eigentlich das machen, wofür Computer und das Internet angelegt sind, nämlich Informationen zu tauschen. Guter Punkt eigentlich. Meinst du dass ich nicht, dass sich das Problem von selber eigentlich dadurch auch lösen wird, dass also das MP3 wird ja für tot erklärt und die Zahlen für Downloads sind auch total gesunken, Streaming ist geht nach oben, also diese Privatkopie, die man wirklich zu Hause hat, ist das überhaupt ein Ding für die Zukunft noch oder wird sich das irgendwann selber regeln und da auslaufen? Das weiß ich nicht so genau. Ich meine, es gibt ja immer mal so Bewegungen in die eine und auch wieder in die andere Richtung. Ich denke, das wird irgendwann noch kommen, dass wir auch alle ganz furchtbar große Kopfschmerzen mit reinem Streaming bekommen. Beispielsweise vielleicht alleine deswegen, weil es eben auch bedeutet, dass mein kompletter Medienkonsum aufgezeichnet und analysiert werden kann, persönlich zugeordnet werden kann und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wollen wir das eigentlich? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in Zukunft mal ein Umdenken gibt, dass Leute zum Beispiel Privacy, Datenschutz wesentlich wichtiger finden als jetzt den Komfort, den sie beim Streaming haben und eher wieder dazu übergehen, eben wirklich lokal gespeicherte Daten zu haben. Vielleicht wird das auch nicht passieren, ich weiß es nicht. Das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil also ein Recht zu haben als Nutzer ist erstmal nie eine verkehrte Sache. Man muss es ja nicht nutzen, ja, aber zu haben ist natürlich gut und deswegen ganz egal, ob Streaming in der Zukunft übernimmt und durch die Decke geht oder ob es dabei bleibt, dass Leute sich Sachen runterladen, das Recht auf Privatkopie sollte, meine ich, in jedem Fall erhalten bleiben. Ein schönes Plädoyer am Ende. Wir haben darüber gesprochen, weil der Stream-Ripper-Dienst YouTube-MP3.org vom Netz genommen wurde, da in den USA verschiedene große Musikverlage dagegen geklagt haben und gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, dass sich Leute einfach die MP3s aus den YouTube-Videos ziehen können. Vielen Dank, Volker, dass du Zeit hattest und uns das erklärt hattest. Gerne.